Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. Guter Pass, das könnte Chance werden. Abrashi. Chance zur Führung. Und hier sehen wir nochmal, wie knapp das gerade eben war. Ja, da hat eigentlich alles gestimmt, nur der Abschluss nicht präzise genug. Günther. Zur Rekord. Ignowski. Da geht er dazwischen. Aaron Johansson. Laufbereitschaft zählt nicht zu seinen ganz großen Stärken. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Eggestein. Das könnte gefährlich werden. Da passt er auf. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Da kommt der schnelle Einwurf. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Nils Petersen, den Ball hält er fest. Gute Aktion. Wird das seine Torchance? Jetzt schießt er. Den Ball hält er gut. Das wird einen Eckball geben. Jetzt die Flanke. Johansson! Da ist das Tor! Und jetzt liegen sie vorne. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Und da haben wir doch mal das klasse Kopfballtor. Toll vorbereitet und dann stimmt auch das Timing beim Kopfball. Absolut sehenswert. Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt müssen sie aufpassen. Spielt den Ball in den freien Raum. Da ist der Ball weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Flanke war alles andere als präzise. Und jetzt der Rückpass. Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt es Eckball. Gute Möglichkeit also. Den Ball kann er klären. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Da steht er gut und holt sich den Ball. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Maximilian Eggestein. Er holt den Ball hier ganz stark. Abrashi. Eggestein. Ignowski. Und den spielt er gleich wieder zurück. Sie
Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Tja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Vielleicht jetzt. Und er bringt den Ball rein. Johansson! Da hätte er fast den Doppelpack geschnürt. Noch ist genug Zeit, kann noch klappen. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Griffo. Tor. Jetzt will man mit dem Wechsel noch mal neue Akzente setzen, insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Jetzt könnte es gefährlich werden. Macht er ihn. Da passt der Torhüter auf. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Ah, oh, da geht er vorbei. Sehr gut reingespielt. Johansson! Da passt der klasse auf. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Bartels! Da ist auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn! Gibt Einwurf. Wird's jetzt gefährlich. Gibt's jetzt die Torschuss. Schießt er ihn rein. Den Köpfer. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Da schießt er. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Der Ball kommt. Gute Flanke, aber noch ist das der Ausgleich. Bartels. Er nimmt ihm den Ball ab. Klasse gespielt. Da kommt der Schuss. Das wird hier Ecke geben. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Delaney. Johansson. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt. Er schießt. Den Ball hält er gut. Über die Torauslinie, Ecke. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten. Und jetzt ein Schuss. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen den FC Schalke. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Griffo. Den spielt er gut. Nils Petersen, super gemacht vom Torwart. Ja, das gibt Eckball. So, Sie sehen gerade eingeblendet die Eckenstatistik. Kopfball, gute Gelegenheit, da hätte er den Ausgleich erzielen können. Eggestein. Da haben wir den nächsten Gegner vom SC Freiburg. Es geht gegen den VfL Wolfsburg. Da zieht er ab. Und da hatte er die richtig gute Möglichkeit. Knapp war es am Ende. Hat er da vielleicht schon zu viel nachgedacht? Den muss er eigentlich machen.
Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. So, hier haben wir eine Einblendung. Zeigt uns die Ballbesitzstatistik, Buschi. Da hätten wir die Zahlen gar nicht gebraucht. Man kann ja auch so sehen, dass es hier sehr ausgeglichen zugeht. Jetzt wird's gefährlich. Keins. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten Sie die Defensive überraschen. Da kommt der Kopfball. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sehr guter Einsatz. Philipp. Nils Petersen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Sauberes Tackling von ihm. Ignowski. Jetzt müssen sie aufpassen. Tolle Flanke. Die Flanke war alles andere als präzise. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Nils Petersen. Wird's jetzt gefährlich. Sehr gut aufgepasst. Aaron Johansson. Delaney. Und der Angriff könnte was werden. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Mit, er ist frei, der kann was draus werden. Johansson! Den Ball hält er gut. Noch ein Eckball. Flanke geht zum Abwehrspieler, da war mehr drin. Jetzt gibt es hier nochmal Freistoß. Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird es hier nochmal lauter. Die Fans merken, da kann noch was gehen. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Super Hackenträg, der Ball kommt an. Er spielt den Steilpass. Er schießt. Da passt der Klasse auf. Keins. Egestein. Macht er ihn. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Die nächste Ecke. Nochmal eine gute Gelegenheit. Und jetzt ein Schuss. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Bitter, bitter, bitter. Ein Eigentor. Da der Pech. Eigentor. Das sieht natürlich immer unglücklich aus. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das Eigentor müssen sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Das ist der Schlusspfiff in dieser